Hallo meine Leute der grünen Hüte und willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Batman 3 jenseits von Gotham, genau. Und ich bin hier mal bei den grünen Hüten. Da gibt es auch so einen besonderen Tag in England. In Scotland, genau. Diesen grünen Tag. Ich kenne den Namen nicht. Ja, wir sind hier stehen geblieben, um hier ein bisschen zu erkunden, weil wir hier auf einmal diesen Ort gefunden haben. Ich dachte mir so, ja, warum erkunden wir den nicht einfach? Dann müssen wir das später nicht machen. Und einfach so eine Rakete, Alter. Lol, ich hab sogar einen goldenen Stein dafür bekommen. Okay, dann machen wir mal ein paar Sachen. 1 von 6. Okay, ein paar Statuen kaputt machen. Wer lacht denn hier die ganze Zeit? Sag mal, ich komm gleich hoch und dann töte ich dich. Ist immer noch geil, wie Cyborg sich in jede Sache verwandeln kann. Okay, ich dachte, wäre die zweite Fähigkeit von. Warte mal, hier kann ich doch mit dem Mac das auch machen. Ah, what the fuck? Neues Areal? Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Ist das die unterirdische Welt von der Justice League? Und was ist dort hinten? Halle der Verdammnis. Ja. Alles klar, wenn das jetzt nicht der Eingang zu Lex Luthors Geheimbasis ist, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, frag mich nicht. Wer bist du, Alter? Hallo? Der Schmerzmann. Du bist einer von den Guten, oder? Du musst mir helfen! Dieser monströse Kopfgeldjäger ist hinter mir her! Dabei habe ich nur aus einem Motorrad einen gigantischen, feuerspuckenden Vogelstrauß gemacht! Und jetzt sagt er will meine auf Toast. Aua! Bitte! Du musst mir aus dieser Zwickmühle helfen! Lobo? Also der sieht aus wie so ein kitschiger Typ. Der sieht echt ernst aus, aber keine Chance auf mich. Da habe ich ja schon gefährlichere Blumen gesehen. Hä, ist der auch böse oder will er mich so herausfordern? Ich glaube, der will mich einfach herausfordern. Den fehlt nichts. Er hat nur was gegen mich. Also strange Leute sind hier am Stissel. Oh, warte mal, das ist nur goldener Stein. Wieso habe ich den jetzt nicht eingesammelt? Aber erstmal hier den Typen wegklatschen. Ja, mit so Stress. Kommt privat, Shit, Alter. Wir klären das. Aber erstmal mal deine Handlanger hier wegklatschen. Oder soll ich sagen, wegschießen? Leute, jetzt komm ran hier. Gib dir noch eine Schelle und dann bist du tot. Oder ich schieß dich gleich weg. Lieber du Riesenvollidiot! Das wird ihn lehren, sich das nächste Mal jemand in seiner Größe zu suchen. Sieh mich nicht so an. Ich habe ihm einen Gefallen getan. Feuerspuckende Strauße sind viel besser für die Umwelt als Motorräder. Ach, nimm den Stein und lass mich in Ruhe. Also die Synchro ist nicht so ganz passend, aber egal. Der Typ ist lustig. Aber ich dachte, ich bekomme ihn jetzt als Charakter. Was ist das hier für ein Vieh? Ja, ist weg. Gut. Also gibt's. Diese Viecher gibt's hier überall. Ich wusste wirklich nicht, dass hier sehr viel zum Entdecken gibt. Ich dachte jetzt, okay, wir machen die Story. Was? Er hat noch was zu sagen. Was hast denn du noch zu sagen? Ein guter Rat, Kumpel! Wenn da steht, nicht die Vögel füttern, dann füttere auch nicht die Vögel! Etwas stimmt mit ihnen nicht! Ihre Federn sind ganz kalt und hart
und dieses unheimliche, ausdruckslose Starren. Boah! Ich male ja nicht gern den Teufel an die Wand mit Wörtern wie genetische Manipulation, aber... What the fuck? Ah, hast du das gehört? Sie sind hier! Ich glaube, ich sollte dir einen psychischen... psychische Hilfe geben. Das sind doch nur Vögel. So. Okay, der Typ hat echt ein Problem mit Vögeln. Aber er hat generell ein ganzes Problem. Hör mal auf, ihr Dämonen zu schmeißen. Oder waren das gerade die Vögel? Okay, wenn die wirklich Dynamit schmeißen, dann ist es berechtigt, sie zu töten. Junge, ich hasse diese Viecher! Ich werde meinem Reisebüro mal die Meinung geigen, wenn ich nach Hause komme. Das sage ich dir! Ich meine, sieh doch mal! Diese gefiederten Freaks können ja nicht mal richtige Eier legen! Nimm du dieses ekelhafte Ding! Ich verbringe irgendwo anders ruhigere Ferien! Zu dieser Jahreszeit soll Nock ziemlich schön sein. Ja, ich würde dir jetzt empfehlen, einfach dich zu entspannen. Und wir haben Mr. Mixiptik, habe ich das richtig ausgesprochen, freigeschaltet. Und noch einen goldenen Stein, jawohl. 6 insgesamt haben wir jetzt schon. Mal, da oben ist so eine Libelle. Ach, lol. Ich muss die alle Libellen so schnell wie möglich ausschalten. Na, komm. Schnell. Es sind noch... Da oben waren welche. Jawohl. Eine fehlt noch. Du bist die letzte. Hä? Bin ich blind oder so? War die nicht hier hinten? Oh, scheiße. Hä? Hier ist eine. Da ist eine. Hier ist auch eine, also 3. Sind hier hinten noch welche? Boah, Alter, beweg dich doch ein bisschen flüssiger. Hinten vielleicht? Nee, nicht. 1, 2, 3. 4. Mir fehlt nur noch eine. Hm. Da oben. Kann man nach oben fliegen? Nee. Hier hinten ist ja auch keine. Hier durch kann ich nicht. Ja. Weiß nicht, wo die ist. Also. Ich kann nur 4 von denen ausschalten. Ich will aber das machen, Alter. Oder gibt sie hier drinne? Liegt sie vielleicht hier drinnen irgendwo rum? Uff, die Musik kommt ja immer wieder. Nee, hier drin ist sie nicht. Keine Ahnung, ich habe sie nicht gesehen. Aber okay, wir werden jetzt mal... Hilfe! Adam West? Ach, der ist auch hier in der... Hubworld. Erstmal hier so einen Schalter aktivieren. 1 von 2, okay, warte. Hilfe! Ja, warte doch mal. Ja, jetzt können wir aktivieren. Ui! Kommen wir wieder ein Charakter. Lex Luthor Hawkman Verkleidung. Ja, da hat er sich nämlich reingeschmuggelt. Der Kleine. Hilfe! Ja, warte doch mal. Erstmal hier die Statuen kaputt machen. Das sieht alles hässlich aus. Scheiß mal auf. Green Lantern. Ja, warte doch mal. Wo bist denn du jetzt? Was? War das gerade eine Katze? Ach, da ist er doch. Hab dich gerettet. Hilfe! Wie würde die Welt wohl aussehen, wenn es nicht solche Helden wie uns gäbe? Adam West in Gefahr. Nein, ich habe ihn gerettet. Hier ist einfach so eine Katze. What the fuck? Was finde ich hier alles? Alter, Wonder Woman. Benutzt er auch den Strahl? Ist das überhaupt Wonder Woman? Ja. Sorry, ich kenne mich mit den Charakteren nicht so ganz aus. Ah, 2 von 6. Okay. So, was willst du denn hier von uns? Meine greifen an, so wütend, aber ich brav.
bis 10 Ziele beruhigen, außer ich getroffen. Oh, kleine Miezi, wovon wusstest du getroffen? Au, ui, lass die arme Katze in Ruhe. Dexter. Erzählen kann die Katze. Okay, kann sie doch nicht. Hier ist auch noch ein Papagei, was gibt's denn noch? Also, die Sie ist ein bisschen ernster. Ah, schon besser. Ruhige Katze. Ich entspanne, Katze. Ich 10. Nimm Material, meine Feststation des Zorns glänzt. Oh, gibst du mir jetzt eine Rolex? Ich will dich als Charakter. Hoffentlich hat er noch einen Auftrag, damit ich ihn jetzt freischalten kann. Ja, der winkt mich jetzt zu. Und jetzt? Er will nichts mehr von mir. Das kann ich hier nicht wegmachen. Aber warte mal, ist das nicht gerade irgendwie... Ah, wollte schon sagen. Ist das nicht irgendwie kleiner geworden? Hier ist auch ein Charakter. Firestorm. Den kennen wir doch auch. Poli? Wie bist du denn, du kleiner Papagei? Ey! Bleib stehen! Oh, ich brauche einen Flieg-Charakter. Warte, Wonder Woman. Alter, hier zu fliegen. Hallo. Ja, hier zu fliegen ist auch echt belastend. Wirklich belastend. Weil man bei der Charakter die ganze Zeit nach oben fliegt. Kann ich irgendwie nicht nach unten lenken? Das ist sehr nervig. Hä? Mal. Ich will jetzt wissen, wie ich nach unten lenke. Ich muss gedrückt halten, okay. Das macht natürlich Sinn. Wonder Woman! Jetzt aber. Ich schnapp dich. Und deine Federn auch gleich. Halt doch gedrückt. Zu weit oben oder so? Das verwirrt mich noch. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir es. Ja, Alter, guck mal, wie schnell ich bin. Dann kommt der Vogel nicht mal hinterher. Jawohl. Und da haben wir auch den normalen Hawkman freigeschaltet. Die müssen wir natürlich alle noch kaufen. Aber ich glaube, das können wir eh noch nicht, weil wir nicht mal im freien Spiel sind. Also hier sind noch ein paar von diesen goldenen Figuren. Wo ist ein Cyborg? Genau hier. Jetzt. Damit ist heute mal so ein Erkundungspart. Der wer lacht denn hier die ganze Zeit? Da unten ist auch so eine Jokerbox. Bitte? Ja, ich habe da getroffen. Also, jetzt. Ah. Jokerschläger. Pantomine. Also was wir alles hier freischalten. Das ist geil. Jetzt, hier ist auch noch einer. 4 von 6. Gut, finden wir noch die letzten 2. Da oben ist noch einer. Ach, die habe ich komplett übersehen. Ach, hier ist auch noch einer, Alter. Ich bin auch blind bei beiden Augen. Aber diesmal haben wir es geschafft. So, gehen wir mal hier rauf und dann die letzte. Blüht doch schon so. Und einen weiteren goldenen Stein in unserer Sammlung. Haben wir so aus der Statue rausgepickt. Das steht hier, weil der goldene Stein auch Gold ist. Okay. Gibt es hier noch was zu erkunden? Also hier gibt es noch was zum platzen lassen. Oh. Nicht gleich den ganzen Mac rausholen. Aber hier sieht es aus, als würde man das hier aufbrechen können. Ja, tatsächlich. Habe ich hier auch wieder eine neue Welt? Finden wir es heraus. Nee, ist nur eine goldene Kiste. Die wir jetzt auflasern.
Und wir bekommen Thunderer. Kenne ich leider nicht. Also ich kenne hier nicht jeden Charakter. Das tut mir auch leid. Wie komme ich denn da rein? Also, kann ich mir irgendwie klein machen? Nee, kann ich hier leider nicht. Okay, aber hier gibt es nichts mehr zu finden. Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Liste? Ah, wo bin ich denn jetzt? Ach, das ist die Levelansicht, oder? Ja. Übrigens, das sind alles die DLC-Missionen, weil ich habe ja das Spiel plus DLCs. Aber die werden wir uns nach den ganzen Open World umschauen und freischalten, alles in Ruhe angucken. Der Pinguin! Ja! Er ist auch hier! Ja, wir konnten doch gerade mit ihnen sprechen. Sind jetzt auch alle von diesen Libellen hier? 1, 2, 3. Jetzt kommt es irgendwie vor, als wenn... Ich hab fast gar keinen. 1, 2, 3. Nee. Sind immer noch dieselben. One moment. Und hier rein. Eieiei. Hier kann man auch noch rein. Alter. Das ist die bösen Wichte-Zentrale. Das Lex Luthor-Zentral-Gebäude. Das ist euer Grumpy. Hoffentlich tun mir nichts. Ich will nichts. Oh, 1 von 5. Hier ist auch noch 1. 2 von 5. Alter, da. Da kann ich noch nicht treffen. Ich wahrscheinlich hier runter. Und jetzt kann ich es treffen. Ja, tatsächlich. Und das 1 fehlt uns nur noch. Da oben ist das letzte. Komm, das ist er. Nein, ich will den nicht umbringen. Na gut. Sorry. Ja, und damit ist jetzt diese Lasers weg. Cyborg läuft. Der läuft so, als hätte der sich in die Hose gemacht. Jawohl. Haben wir schon 10, Alter. Geht sehr schnell. Ey, was greifst du mir hier an, Alter? Sag mal, alle wollen hier Stress. Krieg ich das hier auf? Muss ich auch so eine Mission machen? Oder nein, ich kann hier was aufbauen. Und hier muss Elektronisches. Hast du was Elektronisches? Nee. Fleisch vielleicht? Okay, das bezweifle ich. Nee, selbst der hat nicht mal sowas. Und Wonder Woman ganz recht nicht. Was macht die da? Gut. Gibt's hier auch noch mal was zum Glitzern? Cyborg. Ich brauche deine Unterstützung. Trigon. Ist auch so ein Riese. Bist du, oder? Conan! Falsch. Das ist falsch. Sei still. Sag das nie wieder. Falsch verhalten. Hier geht's bestimmt auch noch weiter, oder? Nee, sicherlich nicht. Gut, aber hier kann ich nichts machen, ohne... Also ich brauche halt die Charaktere dafür. Gut. Aber guck mal, können wir darüber? Ja. Können wir hier auch die Kiste aufbohren? Ja,
Den Schalter brauchen wir wahrscheinlich wieder. Genau. Ja, das kann ich eh noch nicht machen. Dafür brauche ich den Charakter. Und den haben wir leider noch nicht. Warte mal, konnte sich nicht irgendwie einer unsichtbar machen? Oder kann ich mit der Waschmaschine einfach da durch? Hey, tatsächlich, das geht. Oh. Kannst du dich unsichtbar machen, Wonder Woman? Oh, schade. Da konnte sich doch... Oh. Nee, das konnte nur Batman. Ja, da habe ich nicht Batman. Gut, dann können wir das auch nicht. Aber ich kann es doch hier... ...aufmachen. Ja, so kann man es auch machen. Gut. Mit anderen Taktiken geht man dort auch lang. Wir haben den Lexbot freigeschaltet. Vernieselte Nora Trees, das geht so richtig auf die Nervenenden, was? Aber wo die anderen Libellen sind, das weiß ich immer noch nicht ganz. Hier drinnen in dem Wasser, ich auch nicht. Ich finde das noch irgendwann raus. Okay. Na gut, dann was hast du denn zu sagen? Herr Pinguin. Ich bin mal ganz modern und starte meine Pinguin-Bots mit künstlicher Intelligenz aus. Aber die eine KI einfach. In der Schule entwachsen und haben ihre eigenen hinterhältigen Pläne geschmiedet. Wenn du die abtrünnigen Schmarotzer zurücklocken kannst, schraube ich ihnen ihre Selbstständigkeit im Nu wieder raus. Verdammt, sie haben mein Selbstbewusstsein aufgebaut. Pinguin, was hast du für einen doofen Schädel? Was ist hier für eine Wand jetzt auf einmal? Ich muss sie ganz einfach wiederbekommen. Sie haben die Angewohnheit, sich selbst in die Luft zu jagen. Ach, ich muss sie hierher führen. Hier komm, du kleiner Pinguin. Sieht eher aus wie ein Vogel. Gut, 1 und 3. Da sind noch die 2. Ich werde neue Leitungen bei diesen kleinen Blechdosen aufziehen, wenn ich sie in die Finger bekomme. Gut. Hier habe ich noch den zweiten. Wie die alle so ein kleines Dynamit bei sich tragen. Oh, es ist so sweet. Gut. Ja, hast du deinen zweiten? Warte. Da braucht du ein bisschen. Na, komm hier ran. Jawohl. Ich muss sie heil wiederbekommen. Sie ja. Gewohnheit, sich selbst in die Luft zu jagen. Oh nö, kann ich hier das wieder nicht machen? Oder ich springe einfach hier rüber. Pinguin, du schaffst das. Oh. Selbst ich kann das nicht mehr schaffen. Ah, komm schon. Ich werde neue Leitungen bei diesen kleinen Blechdosen aufziehen, wenn ich sie in die Finger bekomme. Ja, nein. Ich darf... Kann ich ihn irgendwie cheaten oder so? Schade. Ja, tut mir leid, Pinguin. Dann können wir die Quest leider noch nicht machen. Dann würde ich aber auch jetzt hier sagen, dass wir mal die Gebiete hier... Jaja, Pinguin. Wir gehen mal von den ganzen Gebieten weg. Und dann würde ich hier den Part auch beenden. War so ein kleiner Erkundungspart. Wird wahrscheinlich noch häufiger kommen. Und nach der Story sehr häufig. Ja. Und dann würde ich hier auch den Part beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.